Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within. Es ist zum Mäusemelken, Schrägstrich Verzweifeln, Schrägstrich, boah. Der Typ geht mir so auf den Keks. Achso, ja, das sollte man ja auch noch machen, ne? Scheint dieselbe rote Flüssigkeit zu sein. Ja. Mir nervt es schon langsam, ehrlich gesagt. Der Kerl ist... Wahnsinn. Ja. Wir wollen die Oma hier vernichten. Hoffentlich gelingt es uns, das wollte ich noch sagen. Ja. Super. So sollte es sein. Aber haben tut's nichts für uns, okay. Ja. Es ist ein Wahnsinn. Unglaublich. Ach. Jawohl, fast zu spät, aber es ist gut gegangen noch. Oh Gottchen. So, nehmen wir das alles mit. Dieses Spiel, ne? Dieses Spiel macht einen fertig. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, ob das eine stimmt. Da war ja auch noch was. Ob das, gut ist, was ich da mache. War nicht noch ein zweiter? Da gab es schon noch einen zweiten, oder? Bin ich doof? Okay, ich bin doof. So. Elf Leute, ne? Meine Nerven, ne? Das ist auch ungut, ne? Haben wir was? Notiz aus Ruviks Zimmer. Ich habe sie wiedergesehen am Ende des Flurs. Ihr langes schwarzes Haar, schön wie immer, glänzend im Mondschein. Die Augen wie dunkle Deiche in ihrem Porzellangesicht. Sie trug ihr rotes Lieblingskleid wie ein blutroter Sonnenuntergang, wie eine Blutspur im verschwindenden Licht. Laura, du kannst nicht tot sein. Kann man sich hier verstecken? Ja. Das ist sehr gut. Hey, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte mich ja nur schleichen.
Keine Bombe. Keine Bombe. Okay, verstecken. Da ist er. Der hat so ekelhafte Füße, die stinken so viel. Bäh. Dieser Typ macht mich fertig. Dieser Typ macht mich fertig. Echt wahr. Okay. Wir haben jetzt gleich ein bisschen Pause. Nachladen. Ich bin total bäh, ne? Erste-Hilfe-Dingens ist sehr gut. Eine Spritze, ich glaube, Pistole lassen wir noch. Mhm. Ich traue mich jetzt gerade nicht, der wird sich wieder umdrehen. Ich hätte es riskieren sollen, da geht es ziemlich weit, das habe ich nicht gewusst. Jetzt dauert es zu lange, weil jetzt dreht er sich sicher um. Hm? Dreh dich wieder um, sei ein braves Monster. Sehr braves Monster. Und tschüss. Die sind mir die liebsten. Einzeln und von hinten schön. Das passt. Also einen hätte ich nicht verbrennen müssen. Wurscht. Was wir haben, haben wir. Alter, der Sessel. Ich habe so einen Herzinfarkt bekommen. So. Ich würde so gern zurück. Gott sei Dank. In den Safe Room würde ich so liebend gerne. Ob ich es riskieren sollte? Diese Tür macht mich fertig. So, rein da. Boah, speichern, ganz schnell speichern. Ich weiß nicht, ob es richtig ist oder falsch. Achso, hier sind wir. Okay, ich will einfach nur speichern. Hallo. Grausame Absichten, ja, das kann man wirklich laut sagen. Die Absichten sind, können nur grausam sein. Die können nur grausam sein. Haben Sie etwas vergessen? Meine Nerven. Wie jedes Mal. Oh Gott. So, dann gehen wir es wieder an, ne? Das war mir wichtig, dass man das speichern konnte. Jetzt müssen wir wieder rauf und das zweite Teil suchen, ne? Diesen zweiten Safe-Dings, Zahlen, bla bla. Damit wir dort bei der Tür weiter können. Alter, mir bleibt die Luft weg. So. Oh, ist so. Dann gehen wir weiter, ne? Meine Hände schwitzen. Boah.
Von wo kommt das jetzt wieder? Was zum Teufel? Oh nein, oh nein. Was kann ich machen? Losschießen. Aha, ich verstehe. Losschießen. Man kann das Seil losschießen. Ich habe es schon spät begriffen. Aha. Oder da oben den Ding, das rote treffen. Eins von beiden. Wahrscheinlich. Okay. Alter Schwede. Ich speichere drüber. Wenigstens sind sie so freundlich, ne? Und nach einem Vibe, ne? Fragen sie dich, ob du speichern möchtest. Das ist ja auch schon mal was. Jesus, Mutter. Sie sind nicht ganze Krüppeln. Sie kennen sogar sowas wie Menschlichkeit. Alter, mich trifft hier noch der Schlag. Na, unglaublich. Unglaublich, dieses Spiel. Ich bin echt froh, wenn wir das hinter uns haben. Also, Horror ist nicht mein Genre. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Wirklich nicht. So. Dann nochmal von vorne. Da ist auch was, das habe ich gar nicht gesehen. Ein Kartenfragment. Alter, dieses Weinen. Alter. Okay, nochmal. Konzentrier dich, Zocki. Geht ja. Ich wollte erst das Seil durchschießen. Aber das rote Lamperl war richtig. Alter. Die Dame mit dem roten Kleid. Das sind so viele Türen, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich zuerst rein soll. Ich will das öffnen, bitte. Spritzen, Gott sei Dank. Aha. Okay. Ich glaube, er kommt gleich wieder. Was? Ach so, sind wir schon da. Ist da hier keine Tür? Schaut nicht so aus, ne? Okay. Dann schauen wir mal. Oh, der blinzelt noch! Nummer 12. Test 71B. Elektronenplatzierung A2. Stimulation der Amygdala, Ursprung der Emotionen und Erinnerungen, das Angstzentrum. Nein! Nein! Bitte! Bitte nicht! Nein! 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 Proband fühlt nun wie ich. Da
Doch dieses Gefäß ist viel zu schwach, um die seelische Belastung zu überstehen, die ich täglich erfahre. Ist jetzt wieder mit L7? Proband Nummer 12, Test 71B, Elektronenplatzierung A2. Stimulation der Amygdala, Ursprung der Emotionen und Erinnerungen, das Angstzentrum. Also wir jetzt A2 treffen. Damit tut das Herz weh. Proband fühlt nun wie ich. Doch dieses Gefäß ist viel zu schwach, um die seelische Belastung zu überstehen, die ich täglich erfahre. Schluck. Okay, von hier aus dürfte es ungefähr dann da sein, ne? Vielleicht sogar hier. Warte. Da ist der Einstich. Das sieht man echt schwer. Also dieses Dingens da geht dann scheinbar hier runter. Bei aller Liebe, da kann man sich echt nicht mehr konzentrieren bei dem Spiel. Das dürfte aber hinkommen, oder? Oder? Das sieht man so schwer. Von drüben? Alter. Da ist auch auf jeden Fall so ein Ding drüber, ne? Das da. Das ist ja das untere. Was hier so vorbeigeht, ne? Da oben drüber. Haben wir die eine gerade Linie. Oh Gott, glaube ich halt. Dann das Kranzel, genau. Ungefähr da, könnte das stimmen? Stück weiter nach oben, oder? Ist doch deppert. Es geht hier wieder so runter. Das geht den ganzen Weg hier runter. Ich denke, hier ungefähr müsste es sein. Oder? Ja, Volltreffer. Sehr gut. Haben wir hier noch irgendwas versteckt für uns? Hier. Wie erfüllend dein Gesichtsausdruck ist. Hast du gedacht, dass ich mich in Luft auflöse? Wenn du mich einsperrst, aus den Augen, aus dem Sinn, hast du, das hast du, nicht wahr? Nun, du bist mir nie aus dem Sinn gegangen. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch. Ich verstehe schon, das ist nicht unser Leslie, das ist der verrückte Psychotypi. Ich verstehe, ich stelle mich mal zum Bett hin. Ich habe irgendwie das Gefühl, der kommt gleich wieder.
Schlüssel. Oh Gott. Stehen die beiden noch auf? Na. Wartet, wann sind die zwei hier? Ich gehe jetzt mal speichern, wenn es möglich ist. Falsche Richtung. So. Ich bin mal im Safe Room und dann erwähnt man mal den Part hier. Zu langsam kommen wir voran. Alter, ich scheiß mich an. Alter, ich bin fertig. Puh. Servus, Gnädigste. Ich bin echt fertig. Boah, jetzt brauchen wir echt schon eine ganze Aufnahmesession für ein Kapitel eigentlich. Ne, haben wir immer gebraucht, ne? Streng gesehen. Oder fast immer. Boah, ist doch gescheit. Na gut, okay, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.